So, wir wollten eigentlich eine Intro machen zu Hildebrand. Dann lege ich mal los. Liebe Leute, also die Hildebrand, zuallererst das Wichtigste vorab. Was ist die Hildebrand und wo kommt die Hildebrand her? Die Hildebrand ist leider auf einem sehr unschönen Weg erhältlich. Ich habe die von Wargaming gestellt gekriegt, daher seht ihr sie hier auch. Ansonsten hätte ich mir dieses Schiff, auch wenn es vielleicht sehr stark ist, das fahrt ihr aber am Ende von unserem Test, ein Schiff, welches doch über ziemlich blöde Sachen zu erhalten ist. Ihr könnt hier einmal euch einen deutschen Kreuzer-Container holen, wo zu 2% Chance die Hildebrand drin ist. Und da werdet ihr sie wahrscheinlich nicht drin haben. Und dann könnt ihr hier euch einmal die ganzen Container durchkaufen, wo auch immer eine wahnsinnig hohe Chance von 2% ist, dass die Hildebrand drin ist. Und dann irgendwann nach dem 10. Container, liebe Leute, ist dann der 11. auf jeden Fall die Hildebrand. Ich meine, bis dahin habt ihr auch viel gekriegt, das muss man halt auch sagen. Ihr kriegt halt hier verbrauchbare Boni, blau, Kreditpunkte, bla bla bla. Viele Sachen, muss man auch fairerweise sagen, ist doch wirklich was dabei. Und coole Schwarz-Rot-Gold nennt sich die Permatarnung. Okay, die muss ich mal gleich mal nochmal angucken. Die sind hier drin. Aber wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr nur das Schiff haben wollt, dann ist es halt ein Weg, der ist halt ziemlich, ja, ist halt teuer, Leute. Ihr seht hier unten selber 49.874 Dublonen. Edit. Ja. Aber ihr könnt ja gucken, vielleicht habt ihr sie ja vorher drin. Okay, also das ist der Vertriebsweg. Ansonsten, was macht die Hildebrand besonders? Die Hildebrand macht viele Sachen besonders. Vor allem macht die Hildebrand besonders, dass sie meiner Ansicht nach Synergien in einem Schiff vereint, wo eigentlich Synergien, also wenn die zusammentreffen, dann hat man halt die Grundlage für ein potenziell sehr starkes Schiff. Hildebrand ist ein Rang 10er deutscher Kreuzer und ihr wisst, als deutscher Kreuzer, vor allem im Rang 10, habt ihr eigentlich immer ein Problem, nicht unbedingt ein primäres Problem mit DDs, aber ihr kriegt sie halt nicht auf. So, ihr kriegt sie nicht auf, weil ihr nichts habt dagegen. Ihr habt halt einen Hydro und wenn jemand in euer Hydro reinfährt, herzlichen Glückwunsch, aber normalerweise fährt er da keiner rein. So, muss man ja auch einfach mal so sagen. Normalerweise fährt da niemand rein. Und die Hildebrand hat halt dagegen sehr, sehr viele Sachen. Sie hat einmal Torpedobomber, die man auch skillt, wie wir sie hier geskillt haben, über Captain, der übrigens so geskillt ist. Seht ihr gleich am Ende dann aber auch nochmal. Und über Ausrüstungsgegenstände und habt dann eine Torpedostaffel mit 3 Torpedos, die wirklich gut sind, die schnell sind, die auch relativ viel Schaden machen. Und die alle 68 Sekunden verfügbar sind. Das heißt, ihr fliegt also los, habt eure Torps in der Luft und habt dann die Torps wieder. Und könnt eigentlich permanent Torpedos spammen. Ihr seid also quasi ein kleiner Carrier. Und ihr habt zwischendrin dann auch noch HE-Bomber, die auch sehr gut sind, muss man auch einfach mal so sagen. Mit einer Reparaturstaffel. Also, wenn ihr euch richtig blöd anstellt und alle eure Planes wastet, dann habt ihr trotzdem noch die Chance, die nicht zu wasten, weil ihr sie ja vorher reparieren könnt. So. Ansonsten hat die Aegir, also das sind Aegir ganz hier vorne, die Aegir hat halt 3 Kanonen mehr, ist im Rang 9, okay. Aber die Aegir hat 3 Kanonen mehr, die sitzen hier hinten, hat dafür genau 0 Flugzeuge und 3 ganz mehr. Wir sind eine Stufe höher, haben 3 ganz in der Front, also mit Angeln und so bräuchte auch euch keine Sorgen mehr zu machen, weil ihr stellt euch einfach Nose in und freut euch, dass ihr 27 mm habt und hier ein gut gepanzertes Deck und so weiter und so weiter. Und freut euch dann einfach. Das ist es am Ende schon mit der Hildebrand. Die Hildebrand skaliert halt damit, je nachdem, wie gut ihr mit den Planes seid, wie schnell ihr, wie viel Schaden ihr mit den jeweiligen Flugzeugen machen könnt. Und wie viel, muss man auch, zur Wahrheit gehört das auch mit dazu, sagen, wie viel euch das Gegnerteam Schaden machen lässt. Wenn die sich bulken, vorhin war die Frage schon im Chat, bulken, was bedeutet das? Also wenn sich Schiffe auf einem Örtchen versammeln und die Flugabwehr sich überlappt, dann werdet ihr relativ schnell große Probleme haben, mit den Flugzeugen da durchzukommen. Habt ihr aber halbwegs isolierte Gegner oder Gegner mit schlechter AA oder am besten beides, dann ist es quasi so ein bisschen wie Weihnachten, muss man halt fairerweise sagen. Und das ist eigentlich schon die Hildebrand im Short-Up, Leute. Also, ihr habt halt, ach so, und dann vielleicht die größte Stärke noch dazu, ihr könnt halt spotten, ne? Das wurde halt immer noch nicht gereworked.
wann es gereworked wird, weiß keiner so genau. Das zieht sich halt bei Wargaming auch manchmal echt immer ziemlich lange. Und ihr könnt halt spotten. Gegnerische DDs, U-Boote, für euch selber, für andere, fürs Team. Übelst krass. Und das als Kreuzer. Genau. Und das ist halt schon ziemlich gut. Aber schauen wir es uns mal an. Im Gameplay. Ich bin gespannt. Als Vorab-Info, ich habe das Schiff im Test gefahren. Ich fand das Schiff im Test schon relativ, ich sag mal nicht unbedingt schlecht. Danach wurde, glaube ich, wenn ich es richtig drauf habe, das Schiff sogar nochmal gebufft. Und jetzt ist sie da. Gut. Auf jeden Fall. Ich bin auch gerade überlegen, stell ich mich zu B rein oder gehe ich zu A rüber? Ja, du solltest auf jeden Fall zu A gehen, ja. Auf Grundlage deines Schiebs. Und frage ich auch mal so ein bisschen hierhin. Ja, das wäre gut. Und gucke kannst da mal. Kannst du dich ja hier an die Insel ransetzen? Nee, das ist auf jeden Fall zu weit vorne. Das ist auf jeden Fall zu weit vorne. Da wirst du nur weggebombt. Guck mal, da kommt nämlich die Haku schon. Scheißerchen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Feueralarm. Problem gelöst. Noch, aber das ist schon okay. Da bin ich schon. Das wäre es ärgerlich. Jackson würde es auch ärgerlich. Ziemlich ärgerlich sogar. Da ist ein Shima. Alle Stationen brauche Feuerunterstützung. Bisschen weit weg, die Shima. Wir schießen mal. Na, wenn ich nicht so einfach rankomme an den. Mal gucken. Super mies. Guck mal, die Jackson will, Leute. Wie er sich da hinstellt. Und der Meinung ist, ach, jetzt farm ich hier aber mal. Jo. Auf die Jackson will, da komme ich auch rauf. Problem gelöst. Der hätte gerade eben schon Damage gerade, glaube ich. Na, das ist echt nicht so einfach hinkriegen da, Flugabwehrfeuer, aber danke. Schau mal, ob ich die Shima aufmachen kann. Ja, reicht mir schon, wenn du den Jacksonville oder so einen Schwitzschwummel aufmachst. Die Shima, die wird noch im Dings hocken, gehe ich von aus. Auch. Top sitzt nicht. Also Top sitzt vielleicht schon, aber leider mein Feuer dahinter nicht. Ich habe die Sphere einmal mit dem Top getroffen, hat einen Flat bekommen. Okay. Shima ist raus aus dem R-Cap. Wenn du mich hier hinten einmal andeckst, dass sie nicht hier. Die Sphere wird halt gefährlich für dich. Die Sphere macht dann richtig geskillt nach die. Das befürchte ich nämlich auch. Den Raider auf dich und. Wie viel hat die? 9 Kilometer Raider? Ich glaube 9, aber 8,5 Konzil, wenn richtig gespeckt halt, ja. Raider hat sie. Sphere. Ja, sind 9. Oder Shima auch wieder. Jetzt nehme ich das Raider. Das ist
ist ja noch nicht gut. Bin aus dem Radar raus, es passt alles. Ja, schön, passt. Caps sollte auch durchgehen. Mal rechts auf die Colombo drauf. Zu gucken, dass wir die Runde hier noch irgendwie... Iowa ist gleich raus. Dass wir die Runde hier irgendwie hinkriegen, weil Gegner pushen extrem krass auch wieder, ne? Also A sieht gut aus, aber D, drücken die komplett rein. Ich weiß gar nicht, warum die das immer ja, so... Ja, ja. Mit so einer Leichtigkeit hinkriegen. Der will nämlich veräppeln, der toppt mich. What the fuck? Scheiß Haku. auf die Colombo mit HE-Bomben. Oh. Sinnlos. Wirklich sinnlos. 22.000! Alter, hau ab mit deinen... Die Haku versucht mich die ganze Zeit zu torpen. Ist das nicht dein Ernst? Greifen Gegner! Ja, weiß halt auch, wer gut ist, ne? Den nächsten Anflug könnte er sogar einen reinkriegen, weil er mich echt hier jetzt gegen den Insel gegen gedrückt hat. Die sterben nie aus, nee. Das stimmt. Er braucht Hilfe. Ich glaube, die Colombo geht jetzt also nicht raus. Die habe ich da jetzt in die Torps reingedrückt, oder? Nee, doch nicht. Na! Doch, jetzt hat er Permaflooding. Tadam! Das Problem ist, kriegst du irgendwie nochmal die Jacksonville und Svea da auf? Nee, Olaf, warte mal ganz kurz. Wir haben noch, einfach noch ein bisschen. Alles gut, ich muss hier nur auf der Flank einmal und dann haben wir die Runde aber auch, glaube ich, gewonnen. Das ist der große Vorstoß Richtung D, Vidora. Und wenn wir den gehalten haben, dann ist alles easy mit peasy. Sozusagen. Offen gewesen gerade ganz kurz. ETF. Okay. Die Shima ist sehr close. Nerven mache ich da auch. Nicht so weit reinfahren, um Gottes Willen. Was macht denn mein Schiff? Es ist Vollgas reingeballert, Leute. Das ist nicht gut. Warum war ich... Ich wollte jetzt hier nicht Vollgas reinballern. Elo, Grüße. Rudi, schön, dass du da bist. Moin, moin. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit, mein Bruder. Master Hardstyle, herzlich willkommen. Ja, welcher Kreuzer braucht schon Raider, wenn man Flieger hat? Das ist halt einfach die Evolution von Schiffen, liebe Leute. Man braucht sowas nicht mehr, absolut. Man kann halt entweder gute Schiffe haben oder andere, sag ich mal. Halten? Ja, ein bisschen. Ja. Halt nicht super lange wegen dem. Wegen dem. Dings halt da. Immerhin ganz sie zurück und dadurch kriege ich sie sehr gut weggefarmt. So, wir haben von einer anderen Shima geredet. Naja! Leute! Das ist profimäßiges DV-Play. Er jagt da unten andere Schema. Ich hab hier eine ganz... Ist egal. Leute, wir schaffen das schon. Die Runde wird schon werden. I'm sure about. Shit. Warte, hier hab ich noch. Shit. Ganze Zeit ja, Complaints. Ihr müsst jetzt nur noch die DB-Seite da irgendwie so ein bisschen... Ja, wir kriegen das schon hin. Wir haben ja noch Schiffe wie Sau. Ich spam die hier komplett zu mit Planes. Wir schaffen das schon. Mal. Einen guten Vorteil rausgespielt. Bisher. Hm.
Nein, das Ruder nur kaputt. Der Anflug war schlecht. Zu weit hinten. Ja, ich dachte, die würden auch wieder ein bisschen anders, die Plans hier. Die gehen halt schon auch nach vorne. War nicht super weit. Achso, ich habe ja noch andere Plans. Sorry. Muss mal ran. Gleich mit den nächsten hinterher, Leute. Wenn der eine nicht geklappt hat, dann haben wir ja noch den zweiten Versuch. Gott sei Dank. Wenigstens was. Puh. Smolensk. Ein bisschen dichter ranfahren. Ein bisschen Leben noch einsetzen. Hat immerhin auch EG-Guns, Leute. Das wäre man halt auch. Muss man ja nicht. Immer erfrischend so eine Runde. Ja, absolut. Genau, ja, 4000. Sehr gut. Wunderbar. Smolly stirbt jetzt auch gleich. Smolly ist raus, Leute. Gar keine Chance hier. Smolly weiß gar nicht, wohin. Mit sich und dem ganzen Damage. Ja, die steht hoch in den Tops der Shimo drin. Schießen wir hier noch einmal so blindmäßig so. Als würden wir es können, aber. Ja. Ja, nochmal ein Overpen. Ja, die Yoshino hat's gemacht. So, die Shimakaze ist mittlerweile krass auf dem Rückzug. Das ist nicht verwunderlich. Oh, der ist doch nicht auf dem Rückzug. Ich habe nichts gesagt, Leute. Na, ah, der eine Top, der trifft doch da. Nee. Na! Ausgeturnt. Was ist denn das hier vorne? Wer ist er denn? Kommt die alle her? Ist doch Jackson Wheeler. Der will in den Smoke. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ja, Leute, alles klar. Alles klar. Ach Gott, oh Gott, die Monty hat so eine schlechte Runde, Leute. One-shotted. So geil. Die einfach so, wenn wir einfach so dumm hier reinfahren und dann irgendwie Planes rechts, links überall starten und dann, ja, okay. 73.000 wieder gespottet. Okay. Leider nicht ganz so viel Schaden wieder gemacht, weil wir uns auch aber wieder nicht darauf fokussieren konnten, hier Damage zu machen. Das ist wirklich. Ich muss diese Teams hier leider immer durchcarryen und spotten wie Sau, weil es sonst keiner tut. Aber das geht halt auf Kosten meines Schadens. Das ist schlecht, Leute. Ja? Es ist einfach schlecht. Schaut hier, wieder muss ich die Shima spotten. Die vorne aus dem Smoke rausgefahren ist. Ganz bestimmt. Nee, die wartet auf die Line, dass sie dich daran fährt. Nochmal zum nächsten. So, liebe Lion, komm. Du schaffst es, Secondaries, ja oder so, genau. Ja, wunderbar. Ist Torpedos auf Steuerbord? Was ist denn das? Autopilot aktiviert. Ja, die sind ultra weit weg von dir. Gut ist, wir haben noch einen Autopiloten, Leute. Der kann uns noch ein bisschen bewegen schon. Wir fliegen schon mal vor mit dem Flugzeug. Eine entspannte Runde, Leute, oder? Zwischendrin immer mal ein bisschen hupen und so. Läuft. Spotting-Mechaniken. Überleg mal, da gibt es echt Leute, die geben 30.000 Stahl für eine Svea aus, die ein Räder hat. Ich muss mich gar nicht in Gefahr bringen und kriege jeden DD auf, den ich will. Und wenn ich es richtig anstelle, sogar noch viel länger als jedes andere Räder, weil Räder ist ja irgendwann aus. Die wir machen dürfen am Schaden. Nicht kriegen. Und zwei kriegst du, oder? Würde ich mal meinen, müsste die ganz waren irgendwie nach rechts gedreht. Dort das war sehr unschön. Ne? Ich greife mal die Sphäre hier an mit den anderen Dingen. Autopilot deaktiviert. Ja, ist nicht schlimm. Einfach geradeaus weiter. Full Speed geradeaus rein, Leute. So, wir versuchen mal die Sphäre. Ich bin gespannt.
Also wichtig ist, dass wir frühzeitig den Heal aktivieren, damit auch ja kein Plane abgeschossen wird. Sehr gut. Ja. 12.000. Schlechter Drop. Ganz schlecht. Das erinnert mich an, die Immelmann-Zeiten oder wie das damals im Dings war. Wo du auf einmal, erinnerst du dich an vor 3 Jahren so gefühlt Clan Wars, wo man dann mit einem Carrier die Stalingrad und die Desmo, die an der Insel gehockt haben, gedroppt hat und dadurch die Inseltaktik nicht mehr ging? Das ist 3 Jahre her, aber ich kann mich natürlich daran erinnern, logischerweise. Torpedos auf Backboard! Ja, Leute. Gefecht endet in 5 Minuten. Was versucht der denn hier? Mich anzugreifen oder was? Was ist das? Autopilot deaktiviert. Noch nur ein Torpedo. Wie schnell wir auch sind. 35 Knoten. Völlig sinnfrei. Warum sind wir so schnell? Ich jag den Carrier, Leute. Ich jag den Carrier. Ich fahr da hinten nicht ins Cap. Ich fahr am Cap dran vorbei. Ihr denkt, ich fahr ins Cap? Nö, mach ich nicht. Die Secondaries schießen sogar. 10 Kilometer. Nice. Kommt der immer noch an mit Planes? Was ist denn da los? Fahr doch! Ja. Der ist weit weggekommen, der Carrier. Nicht gut. Nicht gut, Leute. Ja, mal langes Game. Jetzt, am Ende darf ich jetzt auch mal ein bisschen Schaden hier farmen. Das ist voll toll, Leute. Das ist das erste Mal sechsstellig. Wow. Nee. Ich glaube, ich feuer auch schon. Wir müssen uns natürlich ein bisschen angeln hier. Also nicht wegen Planes oder so, sondern dass wir dichter an ihn rauffahren, Leute. Das ist ganz wichtig. Was ist da hinten mit der Montana? Hat der echt gerade einen Nicht-Durchschlag mit den Bomben auf deinem Deck bekommen? Ja, das ist ein gepanzertes Deck. Da sollte man als Hakuyo drauf achten. Okay. Macht man Heal an. Ich glaube, da lasse ich die Plans lieber mal drin und schieße einfach mal, Leute. Wir machen wahrscheinlich mehr. Kriegst du mehr. Würde ich mal behaupten. Immer schön in den Popo. 8000, sehr gut. Oh, 137, na, jetzt endlich, Leute. So, Leute. Das ist die Evolution des Carriers. Kennt ihr diesen Film noch? Hier, das ist Jurassic World oder so. Da ist dieser T-Rex mit diesen kleinen verkümmerten Ärmchen. Und dann gibt's den Indominus Rex. So, Leute. Und ihr dürft jetzt entscheiden, was ist jetzt der gute Carrier? Ja? Und was ist die Weiterentwicklung des Carriers, liebe Leute? Schon leider keine Planes mehr, glaube ich. Wird schon langsam deplaned. Ah, setzen sie eine Nebelwand, natürlich. Das ist verständlich. Secondaries mit dazu. Ja, ich will leider nur hier. Ich wollte ein bisschen nach rechts aufdrehen, dadurch haben wir da den Torp gefressen. Aber wir schießen jetzt einfach raus, dann ist gut. Dann haben wir's. Secondary Kill wäre mir lieber gewesen. Sage ich jetzt ganz ehrlich. Nö, naja, ist doch schön, würde ich sagen. Wunderbar, Leute. Dafür, dass wir die Runde über eigentlich nicht viel gemacht haben, bis auf gespottet und dann erst am Ende Schaden machen durften und jetzt trotzdem bei 162.000 sind. Ja. Aber was soll ich euch sagen? Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass das Schiff im Test schon zu stark war. Dann kam es und wurde nochmal gebufft. Ich würde sagen, du warst zu schlecht. 5 Basispunkte zu wenig. Basically. Der T-Rex gewinnt aber den Kampf. Das stimmt, Aaron. Das stimmt. Das ist richtig. Der T-Rex hat den Kampf gewonnen. Was? 2995 nur? Was ist denn das? Das ist doch eine Verarsche, Leute. Mein Gott. Nicht mal 3000 Base. Überlegt euch das mal. Und dafür 160 Euro. Dafür 160 Euro. Nicht mal 3000 Base und dafür 160 Euro. Also das ist doch wirklich... Das wird ein Clip. Also das ist doch... Das ist doch jetzt schlecht, Leute, oder was? Ja?
Wieso bin ich eigentlich Dritter, obwohl ich bei der Hälfte der Runde schon gestorben bin? Ja, weil du hast gecappt, Olaf, du hast gecappt. Ja, genau. Ich finde auch irgendwie schlecht, dass wir leider nur 22 Planes abgeschossen haben, Leute. Das ist schon blöd, oder? Also jetzt sagt mal ganz ehrlich. Jetzt, also wirklich jetzt, die Runde, das ist schon ein bisschen bezeichnend, oder? Wie lange wir auf welchen Positionen stehen mussten, wie oft ich Shimas angeflogen habe, ohne Damage zu machen, einfach nur, weil ich ihn gespottet habe. Mit Torpedos, ach, na, trifft er eine Torp? Doch nicht. Und trotzdem 162.000. Ja, klar, der ein oder andere wird sagen, ja, Phil, du hast halt da auch einen Carrier gefarmt jetzt am Ende. Ja, natürlich habe ich einen Carrier gefarmt. Weil ich auch alle anderen bis dahin tot gekriegt habe und dann irgendwann muss man ja durchfahren. So ist es nun mal. Das war die Kirsche. Man muss aber auch eins sagen, ein gutes Schiff in den Händen eines schlechten Spielers bleibt immer noch ein Schiff, mit dem man locker, easy und entspannt 2000 Base machen kann. Also wenn man ein richtiger Kackbobo ist, würde ich sagen, 2000 Base die Runde, easy drin. Wenn man halt einigermaßen gut ist, dann würde man 3000 Base schaffen. Ich hab's aber nicht geschafft, Leute. Genau, das ist halt der... Ihr merkt, was ich sagen will. Ja, also leid tut mir eigentlich sowas wie die Svea, Leute. Die Svea tut mir halt echt leid. Also so ein Schiff für 30.000 Stahl zu bringen und dann gibt's halt eine Hildebrand, die wilde Hilde. Oder auch Birne Helene. Und dann zuckersüß und doch einfach nur traumhaft. Und dann... So ein Schiff zu bringen, weiß ich halt nicht. Ja, ist keine Ahnung. Jackson will 25.000 Schaden, Leute. Jo. Klar. Vor allem mit 5 AP-Granaten, ne? Ja gut, der ist dann da reingefahren, da haben wir dann ein bisschen Damage gemacht. Aber davor habe ich ihn schon dreimal gespottet gehabt und so. Das muss man ja, wenn ihr euch in die Runde zurückversetzt, der hat ja auch unter mir gelitten. Dem habe ich nicht viel Schaden gemacht, also bis auf am Ende. Aber dem habe ich ja eigentlich nicht viel Damage gemacht. Aber der war halt gespottet dann. Und dann hat er halt, ich weiß nicht, Schelle gekriegt von irgendeinem Schlachtschiff dort. Die Colombo war halt einmal mit Planes angeflogen und der hat 22.605 Schaden gekriegt. 22.000. Ein Anflug, Leute. Läuft. Und dazu kommt halt, dass wir auch wirklich noch schlecht gespielt haben. Der Drop auf die Shima, das hätte eigentlich ein Safe-Kill sein müssen. Der ist mir aber aus den Drops herausgefahren. Das sieht man ja auch. Also, ich weiß nicht genau. Ich persönlich würde sagen, das Schiff ist dann doch vielleicht ein kleines bisschen drüber. Ich würde mal ein Fazit geben, Olaf. Meinst du, wir sind dafür schon bereit oder machen wir mal? Ich würde schon sagen. Oder? Ja, wir sind schon bereit. Also, eigentlich... Leute, ich zeige euch nochmal diese Pracht des, unglaubliche Schöpfungskraft der Hybridschiffe. Ja. Ich meine, ja, man kann auch noch eine hübsche Tarnung drauf machen, dann sieht das Schiff nochmal besser aus. Aber wie gesagt, also für mich hat's, also Schwächen. Wir fangen mal mit den Schwächen an, Leute. Ja? Schwächen. Schwäche Nummer 1, es ist ein Hybridschiff und sieht damit hässlich aus. So. Glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Ist hässlich. Also, guck mal. Sieht von hinten, ja. Und von der Seite, Und von vorne, ja. Sieht halt hässlich aus. Das hat nichts mit dem Schiff zu tun, das ist nur Aussehen. Aber sieht halt hässlich aus. Und die Schwäche Nummer 2 ist, Leute, die ist relativ teuer. Ihr wisst ja, habe ich ja im Intro schon gesagt, Waffenkammer, hier durchklicken und so, bla bla, und dann 48.009 oder 49.000 Dublonen. Oder man hat halt vorher irgendwie Glück und kriegt sie über 2% Chance hier aus so einem Container raus, was wahrscheinlich keiner ziehen wird, aber die Möglichkeit besteht ja theoretisch zumindest. Naja, so. Gibt's jetzt noch irgendwelche Schiffsschwächen, die bekannt sind? Also wir können potenziell mit einem 27mm Nose könnten wir potenziell overmatched werden. Das Thema ist, da wo wir stehen, weil es halt auch ein Hybridschiff ist, passiert das halt super selten. Dann hat sich Olaf die Runde noch
darüber amüsiert, ist der gerade abgeprallt mit seinen AP-Bomben oder nicht durchschlagen mit seinen AP-Bomben? Genau, Leute, wir haben halt auch noch ein gepanzertes Deck. Ist halt auch gut, wenn man weit weg steht von den Gegnern. Es ist jetzt auch kein 50mm Deck, aber immerhin 30mm. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Zitadelle könnte ja eine Schwäche sein, Leute. Ihr fahrt eh nie Broadside, ihr steht immer Nose-In. Also, Zitadelle ist da, ja. Kann getroffen werden. Durchaus. Ah, sorry. Leider gibt es dann doch noch ein Turtleback. Okay, also für die Leute, die der Meinung sind, okay, gibt ein Turtleback, Zitadelle ist also doch nicht möglich. Oh, Mann, ärgerlich. Ich habe doch gerade nach einer Schwäche gesucht. Ja, okay, dann, was haben wir noch? Concealment ist gut. Manövrierbarkeit ist sehr gut. Flugabwehr ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Die ist durchschnittlich. Wir haben was gegen, also Wasserbomben, Luftschläge. Gut also. Artillerie haben wir auch noch. EG-Guns, wie gesagt. Die EG hat 9 Guns, wir haben ja 6. Also auch nicht so viel weniger. Ja, dann die Planes, habt ihr gesehen? Was soll ich zu den Planes sagen? Also Torpedoschutz 37%. Also ja, ihr hört es ja selber raus. Was soll ich da groß noch dazu sagen? Für mich ist dieses Schiff, so wie es im Spiel ist, gehört das nicht hin. Das muss ich einfach so sagen. Ich finde es auch ein bisschen eine Frechheit, dass für diesen Vertriebsweg am Tag der Deutschen Einheit nur für erkaufbar Euronen so ein wirklich nicht mal groß verstecktes OP-Schiff ins Game zu bringen. Sag ich ganz ehrlich. Finde ich nicht cool, Wargaming. Werdet da bestimmt auch nicht mögen, wenn ich das jetzt so sage, aber ist nicht geil. Ist wirklich nicht geil. Ja? Wenn man das Schiff für Kohle bringen würde, noch mit zusätzlich oder was weiß ich wie, wäre das ein ganz anderes. Aber so hinter Containern, Paywall und dann auch noch krass OP und dann zum Tag der Deutschen Einheit, wo man ja eh vielleicht ein neues deutsches Schiff haben will. Leute, das sind halt viele fade Beigeschmäcker, sag ich mal so. Ich kann euch ansonsten keinerlei Schwächen groß schiffseitig von dem Ding berichten. Wirklich nicht. Also ihr habt sogar noch ein Hydro, falls ihr irgendwie der Meinung seid, ihr könnt mal in Torpedos reinfahren. Ihr könnt übelst krass viel spotten. Ihr seht selber, wenn man das Schiff einigermaßen vernünftig geskillt hat. Wir haben hier nicht den Günther Lütjens drauf. Der würde nochmal ein bisschen Performance bringen. Habe ich extra nicht mit drauf genommen, weil ich den auf anderen Schiffen drauf habe und nicht ständig umskillen will. So oft werde ich die Hildebrand eh nicht spielen. Das Schiff ist mir viel zu stark dafür, aber okay. Und die Bomben sind krass stark gegen DDs und gegen alles, was sonst sein Unwesen treibt. 22.500 auf eine Colombo, aber er hat ja keinen Brand gekriegt, Leute. Alles easy, war nur Alpha. Und die Torps habt ihr jede Minute, ja, keine Ahnung, ja. Ihr müsst halt ein Hybridschiff fahren wollen. Es ist halt kein klassisches Schlachtschiff oder so. Und dann vielleicht nochmal auf die Frage, die Olaf gestellt hat, Clan Wars mäßig. Ich weiß nicht, ob das Schiff restricted wird, ob da irgendein Bann drauf geht oder so. Aber was ihr halt seht oder was wir halt sehen, ist eindeutig, dass die Hybrid-Schlachtschiffe, die gekommen sind, Louisiana, Nebraska, Delaware, die sind eindeutig wegen Hybrid, weil man damit spotten kann und weil man über die gesamte Map damit spotten kann, nicht nur irgendwen, der ins Radar reinfährt, sondern permanent immer spotten kann, sind die halt im Clan Wars unterliegen die Restrictions und dadurch sind sie quasi indirekt genervt, weil du ja dadurch dann, ne, dir überlegen musst, nimmst du denn das Schiff wirklich mit oder nicht. Aber die sind halt auch ein Schlachtschiff. Das heißt, die nehmen eh schon den Schlachtschiff-Slot weg. So, die Hildebrand ist halt nicht mal ein Schlachtschiff, Leute, die ist halt ein Cruiser. So. Das heißt, du stellst irgendwo auf so eine Flank eine Hildebrand, setzt da jemanden rein, der eigentlich Carrier Main ist, der Ahnung hat von Carriern, und dann habt ihr quasi einen Carrier. So. Jede Minute habt ihr Torpedo-Planes, die spotten wie Sau. Und dann habt ihr auch noch, naja, also was soll ich sagen, Leute, keine Ahnung. Ich finde das zu viel. Das Schiff ist super gut. Wenn jemand von euch da draußen irgendwie reich ist oder so, ne, dann, keine Ahnung,
dann holt euch den Hobel, aber sonst holt 160 Euro halt auch einfach viel Geld, muss man sagen. Würde ich persönlich nicht machen. Ich habe sie, wie gesagt, gestellt gekriegt. Und alleine von der Performance her ist das Schiff für einen Zehner, selbst für einen Zehner, weit drüber. Müssen wir nicht drüber reden. Weit, weit, weit drüber. Jo. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Das war die Hildebrand. Ich glaube, ich werde sie nicht mehr so häufig fahren. Sie ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu stark. Achso, und dann die letzte Frage vielleicht noch. Vorhin wurde ich gefragt, glaubst du, das Schiff wird noch genervt? Meiner Ansicht nach ja. Das wird irgendwann bestimmt genervt werden. Aber das Thema ist, die Lauria ist halt auch ins Game gekommen und ist halt auch immer noch extrem stark. Und die Lauria wurde auch seitdem nicht genervt. Und die ist halt auch schon mittlerweile bestimmt ein halbes Jahr bald draußen. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen.